So, willkommen zurück. Ja, fangen wir doch mit dem E100 an, würde ich sagen. Also ich habe die letzten Tage gehabt, dass ein Bug ist, nämlich dass ich ins Gefecht gehe und obwohl ich alles auf automatisiert eingestellt habe, so zum Beispiel, dass die Rep-Kits, Medikits und Feuerlöscher und alles automatisch aufgefüllt werden, dass es dann doch nicht so war und ich es manuell machen musste, obwohl das Häkchen drin ist. Nämlich, wenn man das Häkchen reinmacht, dann muss man das nicht mehr selber machen, sondern das wird dann automatisiert gemacht. Also habe ich nicht verstanden irgendwie, warum das so ist. Ja, jetzt ist die Frage. Ich fahre auf jeden Fall links rüber Richtung Hill. Jetzt ist nur die Frage, ist genügend an der Base oder ist zu wenig an der Base? Unser T49er fährt viel zu weit nach vorne, der wird gleich platzen. Jetzt haben unsere TDs alle keinen einzigen Scout. Das heißt, die Einserlinie wird jetzt gleich zusammenbrechen. Definitiv. Also die Einserlinie ohne Spot, die bricht innerhalb von wenigen Minuten zusammen. Ja, unser T49er ist viel zu weit nach vorne gefahren. Wurde gespottet und rausgenommen. Ich vermute, dass wir das Spiel verlieren. Allein wegen dieser Aktion jetzt. Müsste einer der Heavys sich irgendwo da ins Gebüsch stellen und passiv spotten. Die Einserlinie wird jetzt definitiv zusammenbrechen, das bringt nichts. Da müsste der Patton rüber und spotten da. Ich muss jetzt hier irgendwie aktiv werden, weil wenn ich hier rumgammel, wird die Einserlinie wie gesagt zusammenbrechen. Unser FV 4005, der haut schon ab. Die TDs haben eine extrem schlechte Sichtweite. Das bringt null, wenn der jetzt da rumgammelt. Der Patton müsste jetzt darüber. Der müsste jetzt die Position auf der Einserlinie spotten. Ich muss jetzt hier runter und versuchen zu flankieren. Also rumgammeln bringt jetzt nichts. Wir haben keine Zeit. Wir haben absolut keine Zeit hier rumzugammeln. Ich fahre auch unten rum, damit ich keinen Beschuss aus der Mitte bekomme. Da, guck. Jetzt müssten die von oben gegenpushen. Eigentlich. Nö. Die da oben haben auch keine Lust zu helfen irgendwie, wie es aussieht. Nee, das Spiel ist hoffnungslos verloren. Diese Aktion auf der Einserlinie hat uns das Genick gebrochen da. Viel zu weit vorgefahren und alles.
Ja, push doch mal irgendjemand mit von da oben, ey. Junge, 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 Junge. Ja, 4:0. Kannst vergessen. Einserlinie komplett weg. Ah, komm, vergiss es einfach. Vergiss es. Weißt du, ich push von hier. Hier gehen 1000 Panzer auf und irgendwie der Patton zum Beispiel, der könnte jetzt auf der Einserlinie mal spotten für die TDs. Die könnten sich auch mal bewegen, die da oben hätten gegenpushen können. Ich habe 2500 Spot Damage hier mit meinem E100. Ich bin mal gespannt, was unser hier Patton haben wird, der hier. Naja, ist auch egal. Ja, die Einserlinie hat uns das Genick gebrochen, ne? Definitiv. Einserlinie. Vor allen Dingen, es bringt auch nichts, jetzt mit dem E100 da zu stehen. Oben rum kann ich eh nicht. Der E100 ist viel zu groß. Wäre ich da hochgefahren, wäre ich gekettet worden, wäre ich so sowieso weggeschossen worden. So, da irgendwo am Hill rumzukämpfen, bringt auch nichts, weil Einserlinie hatten wir null Spot. Wenn die zusammenbricht, kommen sie eh von allen Seiten. Also, weißt du, wie ich meine? Kannst du machen, was du willst. Ja, genau. Ja, komm, der ist One-Shot. Nimm den mal raus. Ja, komm, wie wär's? Ey, Artis rausholen. Komm, Bewegung. Ja komm, nimm den WZ raus.
Hallo, Bewegung. Ey, sag mal. Hallo. Hier. Ja, jetzt gammelt unser M41er und spottet nicht. Junge, wir haben keine Zeit. Die Stadt bricht auseinander. Hallo, hier, zack, zack. Gott, Junge, beweg doch dein... Alter. Ja, kommt so ein hässlicher Foch um die Ecke. Junge, komm, gib doch mal Gummi da hinten. Ey, das Spiel ist gewonnen. Jetzt gib mal Gas. Mein Gott. Das ewige Gekämpfe, Alter. Komm, Junge, fahr. Das Spiel haben wir gewonnen. Ja, hier in 100 Runde natürlich verloren, ne? Ja, komm, zeig her die Stats. Vor allen Dingen, wieso das so lange dauert, ne? Mit den Stats, finde ich. Guck mal hier, ich habe Speer mit dem E100 auf einer offenen Karte. Was hat der? Nichts. Einfach viel zu weit vorgefahren. Viel zu weit vorgefahren, direkt am Anfang. So, was nehmen wir denn als nächstes? Komm, TVP geht klar. Hier, guck. Hier ist das Häkchen drin. Ich habe genug Credits. Und ich muss jetzt manuell hier nochmal alles neu einsetzen, ne? Was ist das wieder für so ein hässlicher Bug Wargaming? Ohne Scheiß, Mann. Besorgt euch mal vernünftige Programmierer, ey. Ohne Witz. Meine Fresse, du, ey. Also, ich denke mal, ich werde nächste Woche Mittwoch auf der Gamescom sein. Mindestens Mittwoch und dann am besten noch Samstag, glaube ich, irgendwie so. Ah ja, wer noch ein oder zwei Gamescom-Karten für mich hat, kann ja mal Bescheid geben, über Facebook oder so. Links sind unten in der Beschreibung. Spieler.
Ja, Artis, komm, let's go. Die Seite braucht mal ein bisschen Dampf. Jawohl, unsere Artis schlafen mal wieder hier. Nee, jetzt fangen sie an zu wirken. Artis, jetzt oder nie. Gib Gummi, Junge. Wasserseite darf nicht zusammenbrechen. Ja. Ja, finde ich voll geil, dass ich der Einzige bin, der hier mal Action macht, ne? Finde ich voll geil, ohne Scheiß. Bitte helft mir null. Ja, wir haben die Wasserseite, ist schon mal sehr gut. Ja, Wasserseite bei 3 Artis immer die wichtigste Seite.
Ja, Jagdpanzer, das hättest du gerne gehabt, ne? War wohl nichts mit Treffen. Joa. Geht doch. Ja, Wasserseite, sobald zwei, drei Artis im Spiel sind. Sowieso generell die Wasserseite ist auf der Map sehr, sehr wichtig. Die darf auf gar keinen Fall zusammenbrechen. Das ist der schnellste Weg, wie man diese Map verlieren kann. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir den Rush auf der Wasserseite gut abgefangen mit den Artis. Wichtig war auch, dass wir uns hinter den Felsen versteckt haben und die Artis arbeiten lassen haben. Weil wenn du dich da zu Tode pushst, so bringt das auch nichts. Wo ist der Objekt 260er von denen, der Kollege? Hier. Ach ja. Ja, das war doch mal eine schöne Runde. Was nehmen wir denn als nächstes, ist die Frage. Ah ja, T110 E4. Ich muss immer kontrollieren, ob hier die ganzen Vorräte noch am Start sind, weil die ja manchmal gar nicht mit drin sind. Das ist echt nervig. Jede Runde musst du checken, sind die Dinger wieder aufgefüllt oder nicht. Wie gesagt, wäre cool, wenn jemand schreibt, ob der irgendwie ein, zwei Karten für mich irgendwie übrig hat. Beziehungsweise, weil ich habe diese Akkreditierung irgendwie verpasst. Normalerweise als YouTuber kriegst du ja sozusagen freien Eintritt. Aber ich habe vergessen, das rechtzeitig zu machen. Deswegen wäre das super geil, wenn jemand mir auf Facebook oder hier in den Kommentaren schreibt, ob er irgendwie Karten für mich hätte. Ich würde, wie gesagt, gerne am Mittwoch, am ersten Tag, Besuchertag und am Samstag. Ansonsten, wenn jemand Karten für jeden Tag hat oder so, würde ich auch jeden Tag nehmen. Also, ich sag nicht nein, ne? Wow, der E100 vom Gegner ist am Basecampen. Knallhart, der E100 ist am Basecampen. Ah, ich sollte hier mal mithelfen, wa?
Ja, geht doch. Ja, ich würde gerne mal durch. Ich schnapp mir die ganzen Kills hier oder was? Ich klau mir hier die ganzen Kills, Junge, ey, wie geil ist das denn? 4 Kills und noch nicht mal 1000 Damage. Ich bin einfach der Finisher hier. Das wäre ein schöner 1200er Hit geworden. Ja, das war doch mal was. Kann sich doch sehen lassen. Eine letzte Runde machen wir noch. Eine wunderschöne letzte Runde. Was nehmen wir denn als letztes? Was nehmen wir denn? 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 Hä? Wir nehmen den T100 Lite natürlich nicht, weil der nicht repariert werden kann. Aber dafür den Rheinmetall 10er der deutschen Lite. Ach ja, herzlichen Glückwunsch. Oh Mann, das passiert mit diesem Panzer einfach bei jedem Gefecht, Alter. Sobald du an irgendeinem Felsen ranfährst, liegst du auf dem Rücken, Junge. Ich werde hier weggeschossen gleich. Ja, der Arme, der hilft mir und wird jetzt gleich selber weggeschossen. Ja, das war's, das war's. Guck mal, was hier los ist, Alter, und wo unser Team... Ey, das ist so scheiße mit diesem Panzer, ne? Wenn du einmal falsch um die Kurve fährst, liegst du einfach auf dem Rücken.
Die Leute fahren immer auf die falsche Flanke auf dieser Map, ne? Ich schwör's dir. Hallo, hier! Oh Gott, ey, das ist so schlimm mit diesem Rheinmetall, ne? Du fährst an irgendeinem Felsenrand, zack, liegst du auf dem Rücken. Einfach so. So hässlich gemacht, Mann. Das Spiel hat doch genug Frustrationsmomente. Warum musste Wargaming so eine Scheiße einführen? So unnötig. Hier gibt's genug Momente, wo du frustriert bist, weißt du? Dann wird so eine Scheiße eingeführt mit auf dem Dach liegen und so. Das kam vor ein, zwei Jahren irgendwie. Vorher konntest du fahren, wie du willst. Du lagst nie auf dem Rücken. So ein Schrott, ey, ohne Witz. Vor allen Dingen, wie schnell man sich da aufs Dach legt oder auf die Seite legt, ne? Es geht mittlerweile ruckzuck, ey. Da kannst du machen, was du willst. Da hast du so einen schnellen Panzer wie den und fährst um die Ecke, kommst kurz an irgendeinem Felsen ran, schon liegst du wie so eine Schildkröte auf dem Rücken. Absoluter Nonsens, ey. Spottet denn irgendeiner auch? Irgendwie nicht. Ja, genau, die Arti war hier eingeaimt. Na sicher war die hier eingeaimt. Ja, und die zweite Arti war auch hier eingeaimt. Rein zufällig, aber nur. Oh mein Gott, Alter. Oh, da ist diese dreckige Arti, Alter. Hier ist die Arti. Jawohl, haben wir die Badget Arti auch mal raus. Das ist doch schon mal was. Jetzt haben wir eine Arti mehr als die. Kann ja nicht schaden, ne? Egal, Leute, das war's für heute. Ich würde sagen, checkt meinen Kraftsportkanal.
Dort haben wir heute wahrscheinlich die 20.000 Abos geknackt. Es fehlen nur noch 10 Abos. Also Links unten in der Beschreibung und schreibt mir mal wegen den Gamescom-Karten, ja? Vielen Dank, bis dann, ciao.